Oha! Wow. Videos. Der Toffer. Perfekt geshapte Flowtrails mit endlosen Abfahrten, hohen Anliegern und kleinen Tables, die einfach wunderbar funktionieren, findet man nur in Österreich oder in großen Bikeparks. Falsch. Denn dieser neue Flowtrail in Moosbach, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen werden, beweist, dass es nicht immer alpines Gelände braucht, um so etwas umzusetzen. Leider war für mich die Fahrt dahin mit über 2,5 Stunden relativ lang, aber das war gar nicht so schlimm, denn ich wurde von Matze mitgenommen, der mir stolz sein neues Auto präsentiert hat, und das war eine ziemlich lustige Angelegenheit, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ja Leute, hier das fortschrittlichste Auto der Welt. Aus folgendem Grund, ja, es kann furzen. Innovation und Technik. Absolut, ne? Auto für fast 50.000 Euro. Und hier erklärt sich auch, warum es so viel kostet. Ja, man kann hier auch verschiedene Fürze auswählen. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Hier haben wir einmal den hosenzerreißenden Furz. Okay, das war so ein schneller, kleiner, wo so ein bisschen angefeuchtet rauskommt, wo man danach auch mal schauen muss, ob da nicht noch etwas mitgekommen ist. Jetzt als nächstes dann haben wir den Falcon Heavy. Das hört sich ziemlich gefährlich an. Schauen wir mal, was der kann, der Falcon Heavy. Oh ja, das ist so einer, da wird's ganz heiß und es riecht schon so ein bisschen nach verbranntem Haar mit, weil der einfach so heiß wurde. Okay, was haben wir noch, Leute? Was haben wir noch? Als nächstes kommt der von Sinnenfurz, aufgenommen von Hella von Sinnen. Jetzt mal rein. Oh ja, oh ja, das ist definitiv. Das klingt auf jeden Fall nach einem Topf voll Bohnen, meine Freunde. Und hier jetzt das allgemein bekannte Fürzchen, wo so kommt, wenn man mal einen leisen. Man will eigentlich so ganz vorsichtig das Ding leise rauslassen, um weiterhin kultiviert zu bleiben. Aber dann kommt dieser Ton. Staatlich subventioniert. Das spart der Steuer. Aber der Abgasskandal ist trotzdem weiterhin vorhanden. So Leute, jetzt aber genug des intellektuellen Humors. Jetzt geht's los mit der ersten Abfahrt auf der leichtesten Line mit dem lustigen Namen Gramberampe. Okay, so Leute, und es geht hier auf den Green Trail. Let's go! Yo, wie geil ist dieser Trail geshaped? Die Gramberampe lässt direkt ein Grinsen im Gesicht erscheinen. Meine Fahrtechnik lässt es wieder verschwinden. Kleiner Table hier. Oh, Nosebomb gemacht. Jo. Was hier beim Zuschauen schon direkt auffällt, die Lines sind verdammt lang. Es ist das allererste Mal, dass mir beim Fahren die Abfahrt länger vorkommt als der Uphill. Und jetzt hier eine Rollschuhbahn des Zorns. Fantastisch gebaut. Anlieger, wie man sie sonst nur in Österreich findet. Richtig, richtig geil, Leute. Dieser fantastisch gebaute grüne Flowtrail hat nur 138 Tiefenmeter, zieht sich aber trotzdem über die wahnsinnige Strecke von 2690 Metern. Die Abfahrt ist einfach endlos. Wow, wow, wow. Matze, film mein Arsch, film mein Arsch. Ich bin am Twerken hier. Das ist kein Pump-Track, das ist ein Twerk-Track. Matze, ich kann nicht mehr. Alter, ich kann nicht mehr. Ey, der Trail, der ist hier unendlich lang. Ey, komm mal vor, ich wäre in der Alpe.
Sogar der Uphill ist hier nicht langweilig geraten, denn selbst hier wurde ein kleiner Trail mit ein paar Technikpassagen gebaut, die ich natürlich nicht kann. So Leute, hier gibt es noch einen Uphill Trail, der echt auch krass lang ist. Hier ist eine Teeter-Torta. Alter, die ist so locker! Ey, ich dachte, die wäre festgeschraubt! Die Teeter-Torta! Ohne Helm, selbstgeschraubt. Boah! So Leute, hier kommt die nächste Uphill-Challenge für mich. Du hast ja fast gepackt. Stark. Ich bin stolz auf dich, Kevin. Stark, Kevin, stark. Fantastisch. Matze ist leider bei der ersten Abfahrt ein Stock ins Schaltwerk gekommen und er wollte das oben fachmännisch reparieren. Da waren wir noch in Mosbach auf der Kette. Ja, der Käfig ist komplett verbogen. Oh, oh. Jetzt ist er am Arsch. Gut, das war's dann. Seid ihr noch da, ihr Strolche? Und euch gefällt vielleicht sogar der Content? Dann würde ich mich an dieser Stelle, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, sehr über euer Abo freuen. Vielen lieben Dank. Es geht weiter. Gehupt wie gesprungen. Ja, moin. Ach jo. Brauchen wir direkt ein bisschen mehr Speed. Geil. Ohne Kette ging es dann auf die blaue Line, kupft wie gesprungen und wie der Name schon sagt, gibt es hier jede Menge kleine Sprünge. Die Line hat eine Länge von 2160 Metern und man hat hier unzählige kleine Tables, kleine nicht so scharfe Sharkfins und jede Menge Gelegenheiten von Anlieger zu springen. Es kommt einfach unfassbar viel Spaß und Flow auf. Oh Leute, und ich hänge wieder hinterher ein bisschen. Wie geil ist diese Strecke, bitte? Leute, geht ja mal nur ab. Uiuiui! Obwohl ich in Sölden, Saalbach oder anderen alpinen Bikeparks schon war, muss ich wirklich sagen, das ist der beste Flowtrail, den ich jemals gefahren bin. Und ich meine hiermit jetzt gar nicht die Marke Flowtrail, sondern eher die Art von Trail. Eine glatt gebügelte Rollschuhbahn mit hohen Anliegern, wunderbar funktionierenden Tables und kleinen Sprüngen und Doubles. Und wenn man dann Toffer im Nacken hat, dann lässt man hier einfach richtig offen und fühlt sich unfassbar schnell. Ich alles gegeben, Toffer. Die Hand, jetzt bin ich aber fertig, ey. Und ziemlich das gleiche, nur noch ein bisschen größer, gibt es dann auf der roten Line. So Leute, es geht auf die rote Line mit dem schönen Namen Ufbasse. Obacht, Ufbasse! Der Ronny fährt vor, der kennt die Strecke schon. Oh, hier ist ja ein bisschen wurzlig, hä? Enduro! Oh, ich sehe nichts, ist so hell. Boah! Okay, jetzt. Hier gibt es wirklich ein paar sehr große Sprünge, bei denen man komplett offen lassen muss. Dennoch ist alles überrollbar und man kann sich super rantasten.
Ah, die Jungs sind einfach schneller da, der Zopper und der Kuchen-Timo. Und ab hier geht es nur noch ab, Step down, und hier geht es in den Table. Oh! Aber wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Hier unten der letzte. Bei den größten Sprüngen ging mir leider immer vorher ein kleines bisschen die Muffe und ich habe immer kurz vorm Absprung die Bremse gedrückt. Oh! Alter, macht das Bock, ne? Zum Abschluss noch ein kurzes Fazit. Man merkt, dass hier keine Laien am Werk waren, sondern wirklich professionelle Trailbauer. Die ganze Anlage hat 226.880,25 Euro brutto gekostet. Und man merkt, dass hier jeder Cent in Perfektion investiert wurde. Denn genau das ist dieser Flow Trail. Perfekt. Nur lasst euch gesagt sein, erwartet hier keinen Flowtrail-Stromberg, der durch abwechslungsreiche Passagen glänzt. Ihr bekommt hier genau das, was der Name sagt. Einen Flowtrail. Um genauer zu sein, 3. Und so endet dieses Video. Ihr merkt, es wird langsam hier richtig seriös. Mann, warte mal so, Leute. Das war das Auto. Das war absolutes Auto. Hilfe! Das war's mit dem Video. Komm, ist gut. Fertig. Feierabend.